Herzlich willkommen zum ersten Teil von The Inner Game. Neues Jahr, neue Projekte. Ich werde dieses Jahr eine spannende Serie ausrollen, die ich The Inner Game nenne. Das heißt 52 Wochen, 52 Stories. Also jede Woche ein Instagram Live mit einem aktuellen Fußballprofi, mit ehemaligen Fußballern, mit Trainern, mit Coaches im Fußballbereich, ob das Athletiktrainer, Ernährungsberater, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten, was es auch immer ist. 52 Wochen, 52 Stories. Es wird immer um the inner game gehen, also das innere Spiel. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast dabei, den lieben Timo. Ich schaue gerade mal, ob er schon am Start ist. Dann lade ich ihn direkt auch ein. Timo Brauer, der Bürgermeister, wie er auch gerne genannt wird. So, Einladung. Kapitän von den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga. Super inspirierender Typ. Da ist er schon. Hi. Hi, Timo. Na? Alles gut? Alles bestens. Happy New Year noch, persönlich. Ach so, ja. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Ja. Viel Gesundheit und Erfolg auf jeden Fall. Ne? Gesundheit ist schon mal gemacht. Der erste Schritt nach meinem Syndesmosebandriss. Die ersten kleinen Schritte konnte ich gestern gehen. Deshalb kleine Schritte, ja. Also wie lange brauchst du noch, bis du wieder vollständig fit bist? Ich denke mal so zwei Monate ungefähr. Also ich glaube, ich werde da schnell Fortschritte machen. Mal gespannt. Aber ich gebe mein Bestes. Das hört sich doch gut an, das hört sich doch gut an. Wir denken ja immer positiv grundsätzlich. Genau. Ihr seid auch schon wieder in die Vorbereitung gestartet? Ja, morgen geht's los bei uns. Deswegen hatte ich heute noch ein bisschen nochmal Freizeit. Dann wieder endlich los. Wird Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann es auch schon kaum wieder erwarten. Ja, sehr, sehr geil und vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Also richtig, richtig cool. Freue mich da riesig, mit dir das Ganze hier zu starten. Ich habe es eben schon kurz eingeleitet. 52 Wochen, 52 Stories. The Inner Game, wo es um vieles, was es im Fußball halt so zu besprechen gibt, geht. Einfach um auch Fußballern, vielleicht die auch ein Stück weit am Anfang ihrer Reise sind, was mitzugeben. Und ich glaube, du als sehr erfahrener Fußballer, ich habe es eben gesagt, aktuell Sportfreunde Lotte, aber viele coole Stationen, Knappenschmiede bei Schalke, die da die Jugend gemacht und viele spannende Sachen. Ganz am Anfang, was sollten die Zuschauer über dich wissen, bevor ich hier zu viel sage? Boah, was sollte man über mich wissen? Ich würde sagen, dass ich eine ziemlich, wie ich bin ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet und diesbezüglich bin ich eine offene und ehrliche Haut, auch ziemlich direkt. Sehr gut. Was vielleicht manchmal für den einen nicht so gut ist, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, kommt man im Leben immer weiter. Und ich glaube so, das ist das Wichtigste, was ich über mich sagen möchte. Auf jeden Fall, sehr, sehr geil. Eine Frage, die sich eben bei mir aufgetan hat, warum eigentlich Bürgermeister? Also dein Instagram-Name, was ist das für eine Story? Oh, da müsste ich jetzt lange ausholen, aber ich glaube, aufgrund meiner Heimatstadt Essen und als ich damals gespielt habe, hat sich der Name so durch einen Mitspieler ergeben, weil ich sage mal, ein ziemlich gutes Ansehen in Essen genieße und so ist dann der Name Bürgermeister entstanden, um das jetzt kurz zu halten. Okay, ja, das habe ich schon mitbekommen, dass du in Essen auf jeden Fall einen geilen Status hast. Du hattest ja damals auch da den Podcast zu, habe ich auch schon mal reingehört. Super interessant. Und was ich bei dir so spannend finde, du bist ja jetzt nicht nur Fußballer, in Anführungszeichen, sondern beschäftigst dich ja auch nebenbei mit Sachen, machst ein Studium oder hast schon ein Studium gemacht, auch Richtung Mentaltraining, Mentalcoaching, da Fortbildung gemacht. Aber lass uns mal gerne vorne anfangen. So, du hast ja einen Großteil deiner Jugend bei Schalke verbracht. Hast du in der Norbert Elgert gespielt? Ja, genau. Ich war dann auch 2 Jahre beim Norbert Elgert. Ich quasi auch, ich glaube insgesamt 7 Jahre war ich bei den Blauen. Und dementsprechend war es natürlich eine sehr, sehr prägende Zeit. Und Norbert Elgert ist ja, sage ich jetzt mal, eine Koryphäre in dem Bereich und hat dann natürlich dann nochmal, gerade im Jugendbereich, mir so den letzten Feinschliff gegeben, würde ich das jetzt nennen. Mega. Ja, ich habe, ich glaube, vor 2 Jahren sein Buch gelesen, Gib alles nur nie auf. Und da sind auch viele, viele wertvolle Impulse drin. Ich glaube, was bei ihm auffällt,
oder was mir besonders hängen geblieben ist, ist, er sagt ja jetzt nicht nur, hey, ich will einen Fußballer besser machen, sondern hey, ich will auch den Menschen dahinter oder davor prägen. Was ist so ein Learning, was du aus der Zeit oder von ihm vielleicht persönlich auch besonders mitgenommen hast? Ja, ich fand, er hat halt immer alle über einen Kamm geschert. Also zwei Sachen, er hat zwar alle gleich behandelt, aber er hatte dann trotzdem noch spezielle Methoden für jeden einzelnen Spieler. Und ja, das Learning war einfach ganz klar, unabhängig, ob man gespielt hat oder nicht, wenn man im Nachhinein mit Spielern spricht, die die Schule von Norbert Elgert genossen haben, jeder hat halt gesagt, er hat sich halt weiterentwickelt. Nicht nur Ja. fußballerisch, sondern Ja. menschlich. Und ich finde es halt auch immer wichtig, dass es nicht nur primär um die Sache Fußball geht, sondern dass man sich dann in jedem Bereich entwickelt. Ja, absolut, absolut. Sehr, sehr cool. Ja, spannend. Also, als ich das Buch gelesen habe, habe ich auch gedacht, boah, das muss eine geile, geile Erfahrung auf jeden Fall Ja, das gewesen sein. Lustige, ist halt, es werden natürlich sehr, sehr viele Zitate, Motivationssprüche in dem Buch beschrieben. Ja, die ich halt dann selbst erfahren habe. Und das ist halt dann immer so ein bisschen lustig, wenn man, weil dann fühlt man sich immer so in die Vergangenheit wiedergeholt, ne? Ich kann mich an eine Sache erinnern. Das wäre lustig, wenn der das auch bei euch in der Kabine gemacht hat. Da hat er darüber Right. gesprochen, dass so diesen einen, wenn man einen Stock umbricht und wenn man versucht, 11 Stöcke umzubrechen, einen Stock kriegt man hin, aber wenn alle zusammenhalten, so. Hat er das bei euch gemacht? Genau, das hat er bei uns gemacht und dazu gibt es auch aus meinem Jahrgang eine lustige Anekdote, ohne jetzt den Spielernamen zu verraten. Wir hatten damals einen Spieler, der ziemlich ja, Mentalität on top, aggressiv und ja, dann hatte der Norbert Elgert auch diese berüchtigte Situation eingeläutet und dann hat er ja gesagt, ja, wer möchte nach vorne kommen? Den einen Stab versuchen zu brechen, war natürlich sehr, sehr leicht. Ja, und dann hat er halt diese 11 Stäbe zusammen mit einem Band verbunden. Ja, und der Spieler hat halt gedacht, ja, komm, kriege ich auch so hin. Hat die Stäbe auf sein Knie gehauen, hat halt nichts, hat halt einmal kurz geknackt. Da war, glaube ich, das Gesicht von Norbert auch schon so ein bisschen, oh, schafft er das wirklich? Ja, aber im Nachhinein war es halt nur so leicht angebrochen. Und ja, zum Ergebnis, er hat es nicht geschafft, aber hatte auf jeden Fall Knieschmerzen und dementsprechend ist er auch humpelnd zum Trainingsplatz gekommen. Aber die Blöße konnte er sich nicht geben, dann nicht zu geben, ja. Genau, Hat er genau. Und wahrscheinlich die Schmerzen. deswegen war es halt auch lustig, wo du das jetzt sagst, dass ich die Anekdote dazu nochmal hier beitragen kann. Sehr, sehr geil, ja. Wahrscheinlich schwer verletzt, aber da muss der durch dann in dem Moment, ja. Genau, genau, genau. Sehr, sehr Aber wie geil. gesagt, eigentlich ist alles, was so in dem Buch beschrieben wird, wendet er halt dann mal mehr und mal weniger an, beziehungsweise sind alles so Erfahrungswerte, die ich halt auch mitnehmen konnte. Geil, sehr, sehr cool. Ja, spannend. Und dann über ein paar Stationen bist du ja dann auch bei Essen gelandet, so in deiner Heimatstadt dann. Oder da war bestimmt auch eine prägende Zeit in der Phase, oder? Ja, definitiv. Ich hatte ja die Ehre, dass ich zweimal bei Rot-Weiß Essen spielen durfte. Einmal natürlich, als ich von den Blauen nach Essen gewechselt bin, quasi dann 3 Jahre dort gespielt wurde, dann auch nach dem Zwangsabschied Kapitän, sind aufgestiegen, DFB-Pokal. Und dann habe ich natürlich ein paar Stationen in Aachen, Hamburg auch im Ausland gehabt und dann bin ich halt wiedergekehrt zu Rot-Weiß Essen. Und ja, es war auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit im Nachhinein. War nicht so sportlich vom Erfolg gekrönt. Natürlich war es sehr, sehr emotional für mich. Und wie du ja dann auch schon so berichtet hast, man kann halt in jeder Station immer so ein bisschen Mehrwert mitnehmen, wenn man sich dann im Nachhinein selbst reflektiert. Ich glaube, in dem Moment ist es halt immer schwer, wenn man auch gerade negative Erfahrungen sammelt. Dann denkt man sich so, ah, warum ich? Alles scheiße, die anderen sind schuld. Aber ich glaube, wenn man einen gewissen Abstand zu Sachen hat und sich selbst reflektiert, kann man aus jeder negativen Sache auch das richtige Fazit mitnehmen und ins Positive bewegen. Ja, absolut, absolut. Ja, ist echt so, wenn man so im Rückblick dann auf die Karriere schaut, dann machen viele Sachen Sinn, die in dem Moment natürlich alles andere als einen Sinn gemacht hat. Ja, ich denke immer an mein Beispiel, wo ich von Wien Wiesbaden im NLZ aussortiert wurde, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das Schlimmste, was mir passieren konnte, du arbeitest so lange darauf hin und dann im Rückblick war das
der entscheidende Moment für meine Karriere im Endeffekt. Und nur dadurch bin ich dann zu TuS Koblenz gekommen. Also es ist manchmal interessanter und auch eine geile Perspektive, die jetzt schon anzuwenden. Zu sagen, hey, egal was passiert, irgendwas will mir das zeigen und es ist wohl Teil meines Weges so. Genau, und deswegen ja auch so, was du ja auch immer in deinen Feeds und Posts anbietest oder auch sagst, dass es unabhängig, wie alt man ist, dass man sich halt immer reflektiert und vielleicht nicht immer sich in den Vordergrund drängt, sondern auch mal sagt, einfach Situationen hinzunehmen. Es ist nun mal so, aber wenn die eine Tür zugeht, heißt es ja nicht, dass alle Türen zugehen, sondern dann Ja. ergeben sich neue Chancen und man muss halt immer seine Ziele verfolgen und einfach dann straight die Sache machen, um diese dann zu erreichen oder näher zu kommen. Geil, ja, sehr, sehr geiler Tipp. Gibt es irgendeine Erfahrung oder irgendwas, wo du sagst, ey, dafür bin ich besonders dankbar so in meiner Karriere? Also ich bin sicher, dass ja im Fußball erlebt man so viele geile Dinge. Was ist so eine Erfahrung, die dir besonders so im Kopf geblieben ist bisher? Boah, ja, ich sag mal so, das habe ich auch schon öfters mal zu Freunden oder gesagt. Ich glaube, wenn, da kannst du mir bestimmt zustimmen, wenn du dann aktiv Fußball spielst und damit dein Geld verdienst, glaube ich so, dass du bei jeder Station immer so die ersten Spiele immer in Erinnerung bleiben, glaube ich, Ja. bei jedem Verein. Das sind halt dann so prägende Geschichten. Aber besonders prägend ist natürlich dann jetzt auch meine Zeit auch bei Rot-Weiß Essen gewesen. Wie gesagt, ich durfte zweimal 3 Jahre dort spielen und ich glaube, ich habe von Aufstieg bis Abstieg bis Vertrag nicht verlängert, vom Kapitän, da glaube ich alles durchlebt und dafür bin ich dann jetzt im Nachhinein einfach auch sehr, sehr dankbar und diese Zeit hat mir dann einfach auch, ja, wie bei dir jetzt vielleicht dann die Augen geöffnet, noch mehr sich zu reflektieren und das Positive daraus zu nehmen. Ja, mega. Wann hast du damit angefangen, so bewusster so in dem Prozess so zu werden und zu reflektieren? Ja, ich glaube, das wird halt, wenn man älter wird, dann, das ist ja immer so ein Sprichwort, wenn man älter wird, dass man dann halt so ein bisschen mehr Erfahrung hat, Weisheiten bekommt. Das, ja, man muss sagen, das stimmt ja eigentlich, auch wenn es eine Floskel ist, aber irgendwie, Ja. irgendwann wird man dann auch ruhiger. Vor allen Dingen, glaube ich, auch ist es wichtig, dass man auch immer noch einen Ausgleich zum Fußball hat. Ja, auf jeden Fall. Und das war ja so auch mit so dem Studium dann. Wann hast du gestartet, so mit dem Studium? Ja, also Studium habe ich eigentlich schon direkt, nachdem ich im Seniorenjahr angekommen bin, angefangen in Essen. Mhm. Aber da lief es dann halt auch ordentlich und dann habe ich es halt auf Eis gelegt, Mhm. weil man dann natürlich auch verschiedenste Vereine und Ligen durchlaufen ist. Dann habe ich gesagt, komm, ich konzentriere mich nur auf Fußball. Und dann ging es halt wieder so ein bisschen so ab 25 los, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich hat man echt viel Freizeit. Was vielleicht dann auch viele, die jetzt nicht aus dem Fußball kommen, sich gar nicht vorstellen können, aber man hat ja schon eine gewisse Zeit, wo man dann zu Hause sitzt. Früher hat man natürlich dann die PlayStation angeschmissen. Ich glaube, da kann sich keiner von leugnen. Aber wie gesagt, mit dem Alter kommt man dann halt so ein bisschen auch auf andere Interessen, zweites Standbein. Und das muss ich halt schon sagen, dass es mir dann auch so, auch auf dem Fußballplatz sehr geholfen hat, auch vielleicht so ein bisschen so ein Ventil zu haben. Ja, sehr, sehr spannend. Es ist echt so, wenn man sowas hat. Also ich hatte damals in meinem zweiten Jahr bei TuS Koblenz auch ein Online-Studium, einfach womit man sich beschäftigt, wo man nicht die ganze Zeit so an den Fußball denkt, auch wenn das natürlich das ist, was wir sind, Fußballer, aber trotzdem so ein Stück weit, ja, wie du sagst, ein Ventil zu haben, mal sich auf andere Gedanken zu kommen. Ja, kann Und ich sehr, sehr gut bestätigen, das ja. ist halt auch unheimlich, wie gesagt, wir haben auch eine junge Truppe, da versuche ich das auch so ein bisschen näher zu bringen. Es ist jetzt unabhängig, ob das ein Bachelorstudium ist, eine Ausbildung, sei es auch einfach irgendwie eine Trainerlizenz. Ich glaube, Ja. am Ende geht es nicht um die Sache, was man hat, sondern dass man, sag ich mal, einfach sich fortbildet, das Ventil hat und dann vielleicht auch einfach daraus einen Mehrwert, in 1 bis 10 Jahren hat. Ja, stimmt. Ich habe am Anfang viele Bücher auch nebenbei gelesen. So. Ich war so einer der Spieler, die, wenn man auf Auswärtsfahrten gefahren ist, wo ich weiter vorne gesessen habe und mir ein Buch durchgelesen habe, anstatt auf der Rückbank zu sitzen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Und wie bist du so zu dem mentalen Thema gekommen? Weil du hast ja jetzt auch eine Ausbildung zum Sportmentalcoach gemacht, richtig? Ja, ich hatte da, also das ist jetzt auch, sag ich mal, so Corona geschuldet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da wurde ja auch die Ligen wurden ja unterbrochen. Ja. Und da hatte ich ja auch viel Zeit, viel Freizeit und konnte dadurch ja dann auch mein Studium beenden und habe dann gedacht, boah, bevor ich jetzt weiter zu Hause sitze und mir die ein, zwei Netflix-Serien angucke,
Gab es da ein Angebot quasi auch in dem Fall nur online, dass man dann machen konnte Richtung Mentaltraining. Aber ich hatte halt auch schon damals beim FC Schalke damit Berührungspunkte. Da hatten wir auch dann schon, da fing es damals schon an mit einem Mentaltrainer, dem Axel Zehle, der ist jetzt auch schon jahrelang, ich glaube 10 Jahre, bei Fortuna Düsseldorf. Okay. Und ja, ich hab dieses im Internat, in der Internatszeit einfach genutzt. Und ja, es war sehr, sehr lehrreich. Das waren halt auch nicht immer so, wie man das so sich vorstellt: Sportpsychologe, Mentaltrainer, Schema XY. Du weißt selber, wovon ich spreche. Das ist einfach immer diese Beziehungsebene, einfach mal vielleicht mit Leuten reden und austauschen, die vielleicht nicht unabhängig im Trainerteam sind oder im näheren Umfeld. Ja, und diesbezüglich fand ich es halt sehr, sehr spannend. Ich hatte damals auch, als ich Abitur gemacht habe, Psychologie als drittes Fach. Und dementsprechend kam dann eins zu eins zusammen und dann habe ich einfach mal diese Fortbildung diesbezüglich Ja, absolviert. cool. Ja, mega auch, dass ihr da die Möglichkeit hattet, zu einem Mentalcoach oder Sportpsychologen oder was auch immer so zu gehen. Ich glaube, oft, also wenn ich mit manchen Spielern spreche, spüre ich da immer noch so ein Stück weit, ja, ich habe ja kein Problem, ich muss das nicht machen, anstatt zu sagen, wie ich es eher sehe, das total Performance, also es ist nicht problemorientiert, sondern performanceorientiert. Also unabhängig davon, wo du stehst, es gibt ein nächstes Level und ich Ja, glaube mental, ich ja. glaube, das ist jetzt sieht man ja in dem letzten Jahr, hat wenn man so ein bisschen die Zeitung und die Medien verfolgt, hat das Thema natürlich jetzt einen immensen Schub genommen, natürlich auch durch Corona. Ich glaube einfach, dass dieses ja, mentale oder psychologische halt immer noch so ein bisschen so negativ behaftet ist. So mit, ich bin krank, mir geht's doch eigentlich gut. Und ich glaube, ja, prägend wird es halt erst, wenn man sich echt da mal mit näher beschäftigt und wenn man dann vielleicht auch Erfolge sieht, wenn man dann, weiß ich nicht, manche Spieler haben vielleicht Druck, wenn man aufläuft oder wenn mal ein paar Fans pfeifen. Ich glaube, wenn man dann einfach mal, ja, so eine Hilfe, würde ich mal sagen, oder mit Leuten spricht, und man sieht dann Erfolge, glaube ich, stellt sich das alles ein. Ja, ist echt so. Und wie du sagst, manchmal ist es einfach nur jemand, so Gespräche zu führen. Ich sage immer, ey, eigentlich, manchmal ist der Zeugwart dein bester Mentaltrainer, weil manchmal hast du, wenn du einfach mal jemanden hast, mit dem du ein paar Sachen besprechen kannst, dann hilft dir das auch weiter. So, ja, deshalb, mega, das ist richtig cool. Was waren auch so Punkte, wo du sagst, okay, das hat dich so als Spieler ausgezeichnet oder hat dich auch ein Stück weit dazu befähigt, den Weg zu gehen, den du bisher so gegangen bist? War es vielleicht genau Boah. das, dass du jemand warst, der offen für sowas war, oder? Ja, ich glaube, ich bin schon ein sehr, sehr manchmal zu ehrgeiziger Mensch. Und dementsprechend, klar ist der volle Fokus auf Fußball immer noch, aber es gibt halt dann auch vom Fußball noch Zweige, die dann dem Sport helfen können. Und ich glaube, das ist halt so mein größtes Steckenpferd, dass ich halt ziemlich ehrgeizig bin und ich Sachen, wenn ich Sachen anpacke, die auch durchziehen werde oder Geil. durchziehe. Ja, sehr, sehr cool. Auch das Bild, was wir als ja, Titelbild oder Coverbild oder so genommen haben, ich glaube, das drückt dich dann sehr, sehr gut aus. Oder Ja, von wollte ich welchem gerade sagen, Spiel war das? boah, das Spiel kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich habe ja auch noch guten Kontakt zu dem Fotografen damals von Rot-Weiß Essen und er hat auch mir gesagt, Timo, das ist das beste Bild, weil er seit Jahren geknipst hat, weil da einfach so ein bisschen Emotionen rauskommen und ja, bin ich einfach, würde ich sagen. Mega. Ja, sehr gut. Im Fußball erlebt man ja auch einige Geschichten und ich bin mir sicher, dass es gibt viele Geschichten, die, also wie man so schön sagt, auch eine Phrase, die nur der Fußball schreibt. Denn wenn ich das sage, an was denkst du da? Hast du so eine Geschichte erlebt? Die mit Norbert Elgert ist natürlich schon cool, aber vielleicht noch eine andere. Ja, wie gesagt, ich glaube, Fußball ist nicht planbar, weil als ich damals ja beim HSV war, da hatte ich ja einen Profivertrag, aber man muss ehrlich gestehen, ich hatte nie eine Chance, oben zu spielen. Ich war zweimal im Bundesligakader, aber war dann halt auch eher so auf dem Abstellgleis, zweite Mannschaft. Hab damals meinen Vertrag halt aufgelöst. Ich hatte so eine Option, bis zu einem gewissen Datum, wenn ich da keine Spiele mache, kann ich den Vertrag auflösen und wie es dann halt zu meiner Mentalität, ich will halt Fußball spielen, mir bringt da nichts, wenn ich irgendwo auf der Bank sitze. Den Vertrag aufgelöst und es kam lange gar nichts, muss man sagen. Ja, und dann hatte ich ein Gespräch mit damals, glaube ich, Carl Zeiss Jena war das, wo eigentlich auch alles sehr, sehr cool war.
kurz vor der Unterschrift, dann hat mein damaliger Berater mich dann halt angerufen, ob ich mir Österreich vorstellen konnte. Und das war für mich so, boah, ja, einfach so surreal, weil ich dazu gar keinen Bezug hatte. Damals hat der Verein in Salzburg in der Euroleague gespielt. Ja, und das ist halt, sind halt dann so Sachen, die man halt nicht planen kann im Fußball. Man muss einfach klar im Hier und Jetzt leben, aber man muss halt auch eine gewisse Weise Glück haben. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, da stimmst du mir mehr als zu. Absolut. Also so bereit sein, wenn das Glück kommt, so, weil das hast du ja bestimmt auch erarbeitet. Das gehört auch einfach, ja, manchmal Zufall, also an den ich nicht glaube, aber also manchmal soll es so sein. Genau, und das Wichtigste ist halt auch so, wovon du ja auch immer berichtest, für diesen Zufall oder wenn dieser oder dieses Szenario X eintritt, da muss man halt bereit sein. Das ist ja sehr ähnlich, wenn jetzt beispielsweise viele junge Spieler gerade aus der Jugend kommen, trainieren, trainieren, trainieren und dann werden sie reingeworfen, da muss man halt da sein. Und diese Chance muss man dann ja nutzen und bis dahin muss man sich halt dann ideal in jedem Bereich darauf vorbereiten. Ich habe damals in Amerika einen geilen Satz dazu gehört. Luck is when opportunity meets preparation. Also Glück ist, wenn eine Möglichkeit auf Vorbereitung trifft. Wenn man in dem Moment dann vorbereitet ist, kann man die Möglichkeit nutzen. Und dann sagen vielleicht viele, hatte der ein Glück. Genau, genau. Aber im Aber die Kunst ist Endeffekt. ja dann abzurufen. Und deswegen Genau. ist es halt auch so die Kunst, deswegen finde ich es halt so beeindruckend, wenn man jetzt das Beispiel Bayern München nimmt, die Spieler bei Bayern München. Ja, die haben 50 Spiele. Von den 50 Spielen spielen die 47. Und dann spielen sie halt gegen Barcelona oder gegen Real Madrid und nächsten Spieltag, ohne jetzt Augsburg schlecht zu machen, dann spielt man dann in Augsburg, was vom Niveau her komplett Unterschied ist, aber der FC oder die Spieler beim FC Bayern ziehen halt einfach durch. Und die sind einfach da. Und das finde ich halt dann bei so Vereinen bemerkenswert. Die leisten sich halt keinen Ausrutscher. Ja, also diese Konstanz ist echt unfassbar. Und auch nicht nur über eine Saison. Die sind ja mittlerweile so lange auf diesem Top-Niveau. Das ist echt Wahnsinn, ja. Genau, deswegen muss man Ja. einfach immer bereit sein für die Chance, ne? Genau, ja. Was steht bei dir noch an, wo du sagst, so dieses Jahr, vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob du dir Neujahrsvorsätze setzt, aber was steht so dieses Jahr noch an? Ja, also grundsätzlich Vorsätze passt jetzt zwar nicht hier rein, aber setze ich mir jetzt eigentlich nicht. So, ich weiß ja, was mein größeres Ziel ist oder wo ich mich vielleicht dann in den nächsten Jahren sehe. Da bilde ich mich oder versuche ich mich hin zu verbessern. Dementsprechend habe ich jetzt keine konkreten Vorsätze, aber trotzdem geht es natürlich dabei, weiter Fußball zu spielen, weiter das zweite Standbein voranzutreiben und einfach das machen, was eine Erfüllung ist, ne? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man was macht, was einen erfüllt, dann ist es unabhängig vom Geld oder vom Prestige. Ich glaube, das Wichtigste, dass du dir dann, ist auch wieder so ein Sprichwort, dich selbst gut im Spiegel angucken kannst, ne? Absolut. Ja, ich glaube, wenn man auch so dann so diese Station verfolgt, ich meine, das ist ja schon spannend, welchen Weg du auch gegangen bist. Und ich würde jetzt vermuten, dass du es auch einfach genossen hast, so die unterschiedlichen Stationen. Ich meine, du hast auch von eben Geschichten angedeutet, die wahrscheinlich nicht so gut, viele Dinge, die nicht so gut liefen, aber wie du jetzt darüber sprichst, merkt man, dass du da, dass du es einfach, ja, dass du so deinen Weg gegangen bist. Ja, Deinen genau. Und eigenen das ist Weg, ja auch ja. das, was du ja auch oder so dein Slogan ist, dass du diesen Weg genießen musst. Klar, das ist halt so, ich sag mal, wenn du jung bist und es geht Schlag auf Schlag, so viele Faktoren, die dann von außen auch kommen, kann man es halt da nicht genießen. Aber wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, mit so ein bisschen Abstand immer vielleicht auch mal in einer Pause, Winterpause, Sommerpause, wo man dann vielleicht mal was anderes hat außer Fußball, da wird es dann auch bewusster. Ja, auf jeden Fall. Ja, mega. Sehr, sehr geil. Ja, unfassbar coole Impulse. Also, habe auch wieder was gelernt. Danke, ich auch. Und ich bin mir sicher, dass du auch, also dass wir dich irgendwann auch im Fußball, auf welchem Weg auch immer, bestimmt irgendwo sehen werden. Also glaube ich auch. Und werden wir bestimmt auch nochmal das eine oder andere zusammen machen. Ich habe so zum Abschluss noch immer so fünf Sätze, die du kurz beantworten kannst. Ich fange einfach mal an. Fußball ist. Mein Leben. Okay, sehr gut. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war. Aufstieg mit Rot-Weiß Essen. Ich bin Fan von. Rot-Weiß Essen. Alle,
aller Essen-Fans hier rasten Oder jetzt aus. Liverpool, Liverpool. Mach mal Liverpool, ist besser. Mentale Stärke bedeutet für mich. Hab's gar nicht gehört. Entschuldigung, Fokus. Fokussiert. Halt. Ja, stimmt. Ja, mega. Ja. Und Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Sich hoffentlich verändern. Hoffentlich, also ja. Ja, ich hoffe, also da, ich hoffe auf vielleicht ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Beziehungsebene und vielleicht auch ja, ein bisschen mehr, dass Typen wieder, nicht nur, es wird immer gesagt, Typen werden gefordert, aber dass auch Typen dann auch, dass dann Typen auch gemacht werden lassen. Also, dass man halt Ja. nicht, nicht immer sagen, sondern auch, ich sage immer statt nicht nur labern, sondern auch liefern. Sehr, sehr geiler Abschluss, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind alle sehr, sehr wichtig. Ja, richtig cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine ja, Perspektiven, für deine Erfahrungen. Ich glaube, da war für jeden was dabei und konnten wir auf jeden Fall viel mitnehmen. Wie gesagt, wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Verfolgt das ja auf jeden Fall auch. Und ja, wünsch dir auf jeden Fall einen guten Start in die Vorbereitung morgen. Perfekt. Ich, wie gesagt, ich danke dir auch, Julius. Und eine Ehre für mich als Erster dabei zu sein. Deswegen konnte ich mich auf die 5 Fragen auch nicht vorbereiten. Und, und nein, wie gesagt, ich danke dir. Wünsche den Leuten noch viel Spaß. Sie sollen auf jeden Fall fleißig einschalten, weil es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die du da anbietest. Ja, genau, gewinnt das innere Spiel, darum geht's. Genau. Perfekt, mach's gut, Timo, ciao, ciao. Ciao.